hi und willkommen. Mein Name ist Daniel Rolpe. Und ich bin Metal Mario Master. Und wir begrüßen euch zu Resident Evil 5. Boah. Im letzten Part haben wir etwas gefunden, und zwar Blumen. Oh ja. Diese verdammten Umbrella. Ihre Blumen. Ja. Diese verdammten Umbrella-Schweine. Was hat es jetzt... Was war jetzt irgendwie der Sinn der Szene überhaupt, jetzt wo ich darüber nachdenke? Ich weiß nicht, ich glaube, dass die Blumen irgendwie Giftstoffe hatten. Ja. Dass sie irgendwie auch was für die Virusforschung eingesetzt haben. Wenn ich mich recht erinnere. Ja. Finden wir es heraus. Mal sehen, Kapitel 5.1. Not sure, but obviously there's a connection here with Umbrella. And that's never a good sign. We can worry about this later. First we need to find out about Jill. You're right. Let's see what we can dig up. Hat Umbrella mit diesen Blumen Forschung betrieben? Keine Ahnung, haben sie das? Ich weiß es doch auch nicht. Umbrella, was haben die damit zu tun? Die waren doch wohl nicht hinter diesen Blumen her, oder? I don't know. Ja, Albert Wesker, ein sehr professioneller Botanist. Mhm. Wozu brauchte Umbrella diese ganze schwere Ausrüstung? Es ist Umbrella, was erwartest du, Chris? Irgendeine Scheiße werden die damit schon machen. Ich meine, in Resident Evil 4 ist halt Umbrella endgültig zusammengefallen. Zusammengefaltet, meinst du? Wegen ja. Schirm. Witzig. Sieht wie Wasserreiniger aus. Das Wasser ist wahrscheinlich für die Blumen gedacht. Emblem ja, unter der Brücke. Ich noch treffen würde. Oh. War da gerade was? Muss doch. Ey, ich hab einen Käfer gefunden. Sehr geil. Ja, yeah. Jetzt werde ich zum Käfersammler. Mal im Ernst. Wer trainiert bitte Käfer-Pokémon? Ich, manchmal. Aber bitte nur die guten. Das geht, ja. Also Sachen wie Smetbo und so nicht. Hm. Also das ist mal die Frage. Oder wie Dragiel? Oh, Potrott. Hab ich auch mal gemacht. Das noch mal. Dieses war ja diese entwickelte Pokémon, und was man tauschen musste mit einem anderen. Ach so, ja. Aus der 5. Gen. Oder Raboff. Raboff ist auch super. Hey, eine Akte. Brandon! Gott, ist das viel. Nee, ich will das nicht lesen. Es waren keine 20 Seiten, es waren ein paar Seiten. 19 Seiten. Ach Gott, jetzt sind wir wirklich wieder in so einem unterirdischen Labor. Fuck. Umbrella hat es halt irgendwie immer mit ihren Laboren. Hey, aus dem Tagebuch von Brandon. Munition gefunden. Hier ist MG-Munition. Warum sind hier so viele Dokumente? Telegramm von James Marcus. James Marcus. Ah, Entwicklung des T-Virus erfolgreich. Das nenne ich ein Dokument. Ein Blatt. Fertig. Das hat man alles auf den Punkt gebracht. Neuer alter Computer. Keine Ahnung, ob er kaputt oder nur nicht angeschlossen ist. Ein Regal mit Akten und Skizzen. Es ist nichts von Nutzen dabei. Hallo? Irgendwas war da. Ich hab da was gesehen. Oh ja. Es war nur ganz kurz, aber da war was. War was? Was? Nee, Kiste, alles wertvoll. Das weißt du doch nicht, ja. I don't know how, but they could be using them to produce biological weapons. Wieder diese Blumen.
No doubt about it. We're finally getting somewhere. Ach nee, wir haben Drogen. Hey, Tricell. Ja, Tricell und Umbrella haben zusammengearbeitet. Dreckschweine. Ja, die hat eine recht hohe Meinung von Blumen. Ja, schon wieder diese Blumen. Warte, was? Aber als Muttertagsgeschenk eignet sie sich bestimmt nicht. Ach Mann. Diese Blumen sehen doch schön aus. Ich kann diese Blumen nicht mehr sehen. Ich kann diese Blumen echt nicht mehr sehen. Klick. Gib mal einen Bekannten. So, wer lesen will, bis dann. Ryan. Dann müsst ihr halt immer wieder auf Pause drücken. Beim ersten Dokument habe ich auch voll durch. Ja, auch. Wir wollen lesen, Leute. Versucht. Ja, ja, ihr könnt ja das Video auf der langsamsten Stufe ja überhaupt abspielen. Das könnt ihr es vielleicht noch lesen. Ja. Ist ja möglich auf YouTube. Nimm es mit, du hast keine Schrotmunition. Ja. Aber jetzt bin ich ja die ganze Zeit welche. Arschloch. Das sieht so aus, als hätten die Tiere gewütet. Nicht schön. Echt nicht schön. Das ist echt. Ich habe wieder was gesehen, es gefällt mir nicht. Jawohl. Hier hätten Tiere gewütet. Nicht schön. Echt nicht schön. Hallo. Wir sind der Räumungsdienst. Tiger! Labortiere. Wie lange die wohl hier eingesperrt sind? Alle Wesen aus Beide. Nein. Oh, Kraut. Aber. Das war ich nicht. Das war ich nicht. Aber bei mir geht jetzt gerade. Hört mir mal. Oder auch nicht. Ach, warte, du schaffst das schon. Ist die Katze gegen dich? Ist das so offen? Oh, come on, bitte sammeln. Sag mal nicht, dass das ist, was ich denke, das ist. Fucking Licker! Was war das denn gerade? Also, du hast ihn in der Cutscene getreten und du hast ihn nicht getroffen und dann kam erst der Impact dazu. Das war gerade bei mir so. Löwen, er hat's cool. Ich glaube, ich gebe. Ja. Warte. Hallo Ziege! Tschüss, Ziege! Boah. Hallo Hunden, hallo Hühnchen. Hallo Hyäne, tschüss Hyäne. Ein Käfig für die Tiere. BOW-Forschung nehme ich an. Sind hier noch ein paar Tierchen? Okay, Tiere rumzuhängen. Hey, Riesenratte, Riesenratte! Jetzt bist du tot. Vertikal? Vertikal aus? Die Klaus? So, ich komme immer zurück. Wissen du? Wo bist du überhaupt hin? Da ist Tür. Ach, da ist eine Tür. Hi. Ist nicht so, dass ich gerade die ganzen Tiere getötet habe. Nein! Glaubst du wirklich, ich würde einfach so hier wahllos die Tiere umbringen? Ich bin mal drauf getraut, ich hab ein grünes. Eine AK! Oh, sehr gut. Ausgezeichnet. I need a help.
ein grünes. Yep. Yeah. Ich hatte auch ein grünes. Achso, okay. Ist egal, aber ey, ich hab ne Acker, das heißt, jetzt kann ich dir anfangen zu verbessern. Hm. Ist hier noch was? Glaub nicht. Das ist also, aber alle Monitore sind ausgeschaltet. Stimmt gar nicht, der da oben ist doch an. Warte, Streamer Setup hier. Ja, ja. Thank God there weren't more of them. Yeah, we wouldn't last in a fight with a whole horde. Oh, stell dir mal vor, das würde passieren, ne? Ja. Aber warte, Moment, ich glaube, das wird gleich passieren. Ich habe da ein ungutes Gefühl. Hm. Oh, guck mal da. Sehe ich schon. Hm? Hat er nicht gesehen dadurch? Na doch, da, ich sehe sie. Was war Wulpe? Ah. Ah, schade, ich kann nicht an dem Hebel ziehen. Ich wollte an dem Hebel ziehen. Habe ich gerade gemacht. Wo sind die Dinger aufgegangen hier? Ja, okay. Knopf! So, etwas sagt mir, du wirst die AK gleich brauchen. Ich glaube auch. I don't think they'll notice us. Guess their senses are weak. Just to be safe. We should be as blind as possible. Was hätten wir, wenn ich das hier mache? Hallo, hallo. Alter, sind das viele Licker. Oh, ich sterbe. Help me. Thanks. Also, das sind ein paar viele. Ja. Warte mal, ich hab ne Idee, ich muss da durch. Hey, lass mich durch. Ah, lass mich durch. Nein, lass mich durch. Ich hänge hier fest, ich komme hier nicht raus. Ich sterbe schon wieder. Ja, ich hab eine Brandgranate geworfen. Ja, ich stecke an dir fest. Ich bin das selber. Aua. Oh! Du bist tot! Ja. Okay, vielleicht sollten wir die nicht triggern. Ja. Aber irgendwie will ich es schaffen. Nimm die Mine mit. Ja, nimm die Mine mit. Warte mal. Moment, ich nehme auch noch ein paar Brandgranaten mit. Oh, noch eine Granate, ich habe zwei Granaten. Oh, ich habe sogar noch den Granatwerfer. Mal erstmal hier Akar verbessern, Akar. Ah, ne, ich tu die AK erstmal weg. Nehme ich noch, Nehme ich noch den Granatwerfer mit. Allein, weil ich damit noch einen Schuss habe und damit kann ich bestimmt einen oder anderen Licker platt machen. Ja. Vielleicht sollst du die Schutzweste auch mitnehmen. Schutzweste? Ja. Granate wird, glaube ich, nicht viel gegen die bringen. Die sind ja als Brand. Blind. Das sind Brandgranaten. Ich habe keine Blendgranaten. Nee, ich wollte sagen, Blendgranaten werden wahrscheinlich nicht so viel bringen gegen die. Nee. Sind ja schon aber, oder so. Aber die hören halt sehr gut. Aber dadurch können wir auch deren Hörsinn stören. Ja, wir können die ruhig triggern, aber
Vielleicht nicht hier, während wir mitten denen stehen. Nee, warte glaube, mal, erstmal. Wir müssen sowieso kämpfen. Ja, erstmal muss ich nachladen. So, ich habe jetzt erstmal 12 Schuss in meinem Granatwerfer drin. Gut. Nein. Nein. Das ist eine Pistolenmunition. Oh, diese gute Pistolenmunition. Nein. Warte mal. Warte. Okay. Nehme ich die Pistolenmunition mit. Warte. Lad nach. Warte. Moment. Da wollte ich nicht. Warte. Oder? Hast du jetzt Platz gemacht? Ja. Ja, ich hab mir gerade Platz geschaffen. Ich bin so clever. Come on. So. Come on. Ey! Knopf! I guess their senses are weak. Glaubst du, die haben uns bemerkt? Nee, ich glaub nicht! Hast du dich schon getriggert? Nein! Ich hab gar nichts gemacht, die sind einfach von alleine da rausgekommen. Oh, ich hab ein Achievement bekommen. Oh Gott. Was eine Drama Queen, ey. Au. Au. Heil dich mal lieber. Oh Gott. I'm coming. I'm coming. Ich bin noch nicht tot. Stirb doch mal. Mann, ey. Yes. Was eine Drama Queen, ey. Heil uns bitte. Thanks for the help. Ja, thanks. Ey, wir haben es geschafft. Wir haben alle Licker erledigt. Ja. Ich glaube, die hätten wir sowieso irgendwie bekämpfen müssen. Oder von dem wegrennen müssen oder so. Warte. Warte. Wait. What? What? Oh, warte. Sehr schön. Come on. Yes. Wir hätten warten müssen, wir hätten die eh bekämpfen müssen. Oh, ich glaube, jetzt kommen nochmal welche. Ich war auf der Arsch. Oh nee. Oh nein. Aber jetzt sind wir in einer besseren Position, glaube ich. Wow. Aber...
Noch ein Löwenherz. Löwenherz! Herz und ich hab. Oh! Ja, hoch! Ja, da oben am Krabbeln. Da war der einfach da am Krabbeln, ey. Ja. Das glaubt ihr eigentlich, wer er ist? Und ich habe fast keine MG-Munition mehr. Ich dachte, weil wir die gerade in den Käfigen da erledigt haben, kommen jetzt keine mehr. Das habe ich mir auch gerade gedacht. Oh, hier liegt gar Massenmunition rum. Oh, für Massenvernichtungswaffen. Und ich weiß auch genau, wofür wir diese Massenmunition gerade hier bekommen. Meinst du da, dass uns vielleicht jetzt eine große Kampfarena bevorsteht? Ja, vielleicht. Fucking Umbrella. Joe might be here. Joe? Den Sinn, da kannst du ihn irgendwie nie verstanden. Um da wie so ein Typ irgendwie auf einmal rauskommt. Ja. Oh. That's why. Ach nein, nicht schon wieder? Ja, ich hatte meine Hände nicht mal an der Tastatur. Ich hab vergessen, dass da was kommt. Ja, kann ja passieren, ne? Ja. Hey. Ja. So, da haben wir noch mal die Zeit, noch mal zu verwalten, unsere Schätze zu verkaufen, auf ein neues Zeug zu holen. Ja, ich hab's dir gegeben. Ja. Ich hole jetzt nämlich. Aber ich hatte auch gerade eine eingesammelt. Müssen wir hier nochmal einsammeln, dann wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Moment. Explosive Granaten nehme ich mit für den meinen Granatwerfer. Na, ich bin bereit. Gut.
Ja, müssen wir nochmal einsammeln. Und hier starten wir. Ja. Oh Gott. Warte. Da kannst du mir irgendwas geben. So Munition zum Beispiel. Ja. Bitte die letzten beiden Schuss, die ich auch noch habe. Lump. Schlump. Ready? Ready. Okay. So, diesmal A und E oder F und V oder was auch immer ich drücken muss. Ja. There's so many. There's so many. They must be kidnapping people from all over the world to experiment on. It stopped. Das ist wie so ein typisches Gebiet aus Final Fantasy 7. So ein Makro-Reaktor. Ja. Why? Oh, that's why. Oh, that's why. Oh, that's why. Oh, that's why. Das ist so gemein, ne? Ja, ich hatte jetzt gerade auch eine andere Kombination. Oh, ich kann F und V während des Spiels nicht drücken, okay? Oh, hier liegt ja eine Menge Zeug. Oh, Zeug? Genau. Oh, lass mal näher rangehen. Bonk. Nein! Du machst ja Futter. Mund auf! Coming! Was macht er denn jetzt? Oh nein! Ich hab den nicht. Schienengewehr! Gemacht und macht für sowas. Ich hab ne Granate. Du bist ja. Ich konnte gerade kombinieren, ey.
Oh! I'm coming! So, jetzt bin ich dran. Just die already! Ja. Ja. Sieht gut aus. Ja. Obwohl. Uiuiui. Der war schon ein bisschen happiger. Ja. Wo wir den beim ersten Mal schon erledigt haben. Ja. Hey, wir haben es aber geschafft. Im Second Try. Die ist leer. Damn it. Where is she? Mr. Redfield, how nice to finally make your acquaintance. Who the hell are you? Xelagiona. She works with Tricell. Nice. You've done your homework. An officer in the Global Pharmaceutical Consortium. Why? As if I need to explain myself to you. Although, weren't you two given orders to retreat? So it was you! Where is Jill? Jill? Even if I did know, you think I would tell you? Cut the crap! Tell me where she is! As soon as you two are done with your little vigilante mission, you should leave. There's nothing here worth throwing your life away for. She's lying. She knows something. Yeah, I know. It's time we get some answers. Yep. Noch unbedingt ein paar Antworten. Aber das erfahren wir erst im nächsten Part. Denn wir haben es geschafft. Woohoo! Ich bin aber nicht mal kürzer, ey. Ja. Sie können die Akte O8 im Archiv einsehen. Mann, ey. Das war mal wieder irgendwas. Ja. So. Okay. So, habe ich die Schatzkiste wieder weg. Oh, wir haben gar keine Schätze. Nein, wir haben ja gar keine Schätze. Können wir denn was kaufen? Na gut, aber ich bin den Part schon mal hier, ne? Und wir sehen uns dann wieder im nächsten Part. Von Resident Evil 5. Bis dann. Ciao.